Aber ich finde es, wie gesagt, wichtig für Leute, die jetzt, ich meine, jetzt haben wir den Einblick, dank dir und dank des Lehrgangs, aber wenn du jetzt wirklich die Akademie nicht besuchst, guckst dir nur dieses Video an, klar, dann kannst du natürlich schon vielleicht in eine Falle geraten oder so. Aber ich denke, das werden natürlich, gut, du hast das jetzt für uns gemacht, das ist unser Glück, weil wir jetzt hier mit dir hier sitzen. Aber ich denke, 99% der Leute, die sich das Video angucken, die werden solche Analyse gar nicht machen. Erstens, weil sie es vielleicht nicht können und zweitens, weil sie es natürlich auch vom Zeitaufwand wahrscheinlich keine Lust haben, das so zu aufzubröseln. Ja, hallo, liebe Sportwettenfreunde. Und um welches Video geht es denn hier eigentlich? Was wird denn hier jetzt angebracht? Und zwar habe ich vor geraumer Zeit ein Video herausgebracht, wo ich eben eine Auswertung von einem Teilnehmer durchgeführt habe, der die Technik Lady Draw gespielt hat. Und diese Auswertung von ihm ist sehr negativ verlaufen. Und es gab letztes Jahr einen Teilnehmer von der Sports Betting Academy, der diese Strategie Lady Draw in einem Interview mit mir sehr erfolgreich dargestellt hat und mir auch damals seine Trades zugesandt hat. Und wir haben dann in Folge von einem Live-Coaching-Programm, bei uns gibt es ja auch Ausbildungen in diesem Bereich, haben wir diese Informationen, die was wir erhalten haben, ausgewertet. Und in diesem Video, um das es dann im zweiten Schritt geht, ging es ihm darum, dass ein Teilnehmer über 5.000 Euro in einem Monat mit dieser Strategie erwirtschaften konnte. Und genau diese Tatsache, dass er 5.000 Euro erwirtschaftet hat, haben wir dann geprüft, ob das wirklich rein über Lady Draw passiert ist. Und genau um das geht es jetzt in diesem Video, dass wir das hier transparent und klar kommunizieren wollen. Es gab zum Beispiel auch bei diesem Video ein Kommentar. Und dieses Kommentar, auf das möchte ich jetzt kurz eingehen und auch die Antwort, die was ich geschrieben habe, möchte ich dir zeigen. Und im Anschluss gibt es dann eben einen Live-Mitschnitt von dieser Auswertung zu dem Teilnehmer, der was über 5.000 Euro mit dieser Strategie erwirtschaftet hat. Schauen wir uns einmal an, dieses Kommentar, was ich hier erhalten habe. Hallo Daniel, vielen Dank für deine vielen interessanten und hilfreichen Videos. Du machst wirklich eine klasse, ehrliche Arbeit. Dafür möchte ich dir mein Kompliment aussprechen. Herzlichen Dank für dieses Feedback. Nun bin ich aber verwundert zu deiner Aussage zu der Ferry-Strategie. Er sagt in seinem Video, dass er 2.000 bis 3.000 Euro netto pro Monat macht mit ca. 30 Spielen im Monat. Das hört sich deutlich mehr an als die 3% Yield. Er hat auch in dem Video gesagt, dass es eine Studie einer Uni gibt, die sagt, dass 92% aller Spiele bei einem 0:0 zur Halbzeit nicht unentschieden ausgehen. Meine eigenen Auswertungen hierzu über 21 Jahre Deutsche Bundesliga gibt eine Quote von 75%, was sehr hoch ist. Konkret gefragt, ist die Ferry-Strategie eine Lüge und kann man damit keinen Erfolg haben? Habt ihr eine Statistik von ihm vorliegen, wie viele Spiele er damit gemacht hat und wie hoch die Trefferquote war und wie die G&V-Rechnung ist? Wo steht denn Ferry heute? Denn das Video ist ja schon etwas her, April 2022. Verstehe ich dich richtig, dass es mit eurer Auswertung, dass man damit keinen Erfolg haben kann, auch kein Coaching mit dir und Ferry gibt, was ja in dem Ferry-Interview überlegt wurde. Ich freue mich auf deine Antwort zu meinen Fragen. Bis dahin wünsche ich dir und allen professionellen Wettspielern viel Glück und viel Erfolg. Ja, herzlichen Dank auch für dieses Kommentar. Und ich habe dann auf dieses Kommentar folgende Antwort geschrieben. Beginnen wir mal mit der Aussage, dass 92 der Spiele bei einem 0:0 Halbzeitstand nicht 0:0 ausgehen. Diese Aussage ist nicht korrekt. Ich habe dann auch ein Video dazu produziert, wo ich eben eine Stichprobe von über 27.653 Spielen herangezogen habe, wo es eben zur Halbzeit 0:0 gestanden ist. Und dann wollte ich wissen, okay, wie viele Spiele in der zweiten Halbzeit, bei wie vielen Spielen fällt denn tatsächlich noch ein Tor? Und das Ergebnis war, dass es eben nur zu 69,93% hier
noch ein Tor in der zweiten Halbzeit fällt. Und diese Studie würde ich gern mal sehen von dieser besagten Uni. Also wenn jemand diese Studie hat, kann er sie mir gerne auch auf office@sportsbettingacademy.com zukommen lassen. Und ja, je größer die Stichprobe wird, umso genau ist dann der Prozentsatz. Dass dies von Liga zu Liga variieren kann, ist sicherlich gegeben, aber 92%, wenn es zur Halbzeit 0-0 steht, ist nicht möglich, dass eben hier dann noch ein Tor fällt. 92% würde einer Wettquote von 1,08 entsprechen oder im Kehrwert die Quote 12,50 darstellen. Diese Quoten hast du im Schnitt von Spielanfang bis zum Spielende und nicht von der Halbzeitpause bis zum Spielende. Wir haben von ihm natürlich Auswertungen vorliegen und diese auch in einem Live-Coaching-Programm im Detail analysiert. Am 7.8. fand im Zuge des Live-Coaching-Programms eine umfassende Auswertung zu seinen Ergebnissen statt und kann auch immer noch intern in unserem Live-Coaching-Programm angesehen werden. Folgende Tatsachen sind in dieser Auswertung zum Vorschein gekommen. Er hat 40 Spiele Let It Draw getradet, zumindest die, was wir bekommen haben, mit jeweils einem Risiko von 200 € Liability. Zusätzlich hat er über den CS, also Core-Markt, eine Absicherung von 1-1 gespielt, mit einem Gesamtinvest von 1422,31 € und er hat zusätzlich bei 20 Spielen auf das Over 0,5 Tore mit einem Risiko von weiteren 200 € Invest gespielt. Sein Endergebnis aus diesen 40 Spielen war ein Profit von 368,74 € und sein Gesamtinvest waren hier 13.422,31 €. Dies entspricht einem Yield von 2,74%. Und es ist halt so gewesen, er hat eben nicht nur ausschließlich Lady Raw gespielt, sondern dies auch mit anderen Techniken vermischt. Und wenn wir eben jetzt da eben diese Auswertungen hernehmen, rein was das Lady Draw betrifft und der Absicherung und eben das Auswerten, erhalten wir eben genau diese Werte, die was ich da oben gerade genannt habe. Ja, und gerne kann sich jeder das anschauen, wenn er hier Informationen dazu haben möchte. Und die, was den Zugang zum Live-Coaching-Programm haben, die sehen das sowieso in voller Länge. Und ja, somit haben wir hier auch eine G&V-Rechnung von ihm vorliegen. Weiters ist es nicht die faire Strategie. Es ist vom Namen her heißt diese Strategie Lay the Draw Strategie, die jeder über YouTube kostenfrei sich anschauen kann. Und auch wenn du eingibst, zum Beispiel Lay the Draw mit Absicherung oder Lay the Draw plus Insurance, dann findest du auch hier die Antwort, wie diese Technik funktioniert. Ja, und wir haben eben von ihm nur 40 Spiele vorliegen. In seinem Interview hat er damals behauptet, über 5000 Reihen mit dieser Technik und allen Handlungsschritten mit Absicherung damit gemacht zu haben. Dies ist nicht korrekt. Er hat zwar 5000 Profit gemacht, das schon, die können wir auch bestätigen, aber eben nicht ausschließlich rein mit der Strategie Lay the Draw. Und ja, und heute werde ich euch alle hier an diesem Video teilhaben lassen. Das heißt, ihr werdet jetzt dann einen Live-Mitschnitt sehen von dem Live-Coaching-Programm, wo wir zum Beispiel auch Aussagen, die jemand zum Beispiel tätigt, dann kritisch prüfen und hinterfragen, ob denn das auch der Wirklichkeit entspricht. Und um noch mehr Transparenz und Klarheit in den unterschiedlichsten Strategien zu geben. Ich wünsche dir jetzt da viel Spaß mit diesem Video. Schau dir das bis zum Ende an, damit du alles siehst, auch die Auswertungen und wie gut eigentlich diese Strategie tatsächlich ist. In diesem Sinne, jetzt kommt der nächste Teil und zwar der Live-Ausschnitt Train auf Wettbörsen vom 7.8.2022. Alles Gute und los geht's. Ich habe mir gedacht, ich werde heute mit euch das vom Ferrier mal durchbesprechen, weil er hat ja letztes Monat 5.760 € rein mit dem Trade auf der Börse gemacht. Und jetzt haben wir mal gedacht, und das ist jetzt zum Beispiel eine Herangehensweise, die ihr mit jeder erdenklichen Strategie dann in der Zukunft machen könnt und auch machen solltet, wenn ihr zum Beispiel von jemandem eine Strategie hört. Das heißt, das Thema ist jetzt da herauszufinden, kritisch, auf kritischer Sicht jetzt einmal, hat denn diese Strategie wirklich ein Potenzial? Und welche Möglichkeiten hätte ich denn als Alternative, diese Strategie oder diesen Gedankengang auch noch anders zu bespielen?
Das möchte ich euch heute zeigen. Ich habe dann eben diese Strategie vom Ferry jetzt die letzten 3 Tage selber halt dann auch gespielt und dann zeige ich euch, wie man das zum Beispiel auswertet, um eben genau das eben prüfen zu können. Also das wäre halt so mein Tipp für euch heute. Und dazu, glaube ich, wäre es am besten, wenn wir uns zumindest einen kleinen Auszug von dem Video anschauen, wo es um die Strategie von Ferry geht, damit ihr da auf den neuesten Wissensstand seid. Und dann gehen wir genau hier auf dieses Thema mal näher ein, okay? Das ist von mir, was, Ferry? Das ist von mir. 5.670 Euro und 14 Cent in einem Monat. Wie geht das? Es ist halt jetzt mega spannend, weil du hast ja das Live-Coaching gemacht und das war jetzt rein nur auf der Webseite. Das heißt, du hast keine Schnurrbits betrieben, du hast nicht irgendwo gegengesichert, sondern es war rein nur auf der Webseite. Richtig. Genau. Das wollte ich, das hat mich interessiert und das habe ich dann auch so bei dir verlegt. Und man hat mir da ein paar Sachen angeeignet. Und das verfolge ich weiterhin. Und ja, so ein Ergebnis kommt dann halt raus, wobei ich das sagen muss, dass es halt für mich auch total überraschend war. Also, dass es so eine Summe wird. Ich habe so eine Summe in meiner Sportkarriere in einem Monat noch nie. Ich war schon mal von 2000. Ich habe auch schon mal Monate gehabt, seit ich schon Monate gehabt, da war ich knapp über 3000 Euro. Aber so 5.600 Euro. Also das ist für mich auch eine Prämie. Würde ich nicht erfreuen. Ja, weil du hast mir ja auch Fotos geschickt von deinen Wettaktivitäten. Und die würde ich gerne mal mit dir ein bisschen durchgehen. Ja, können wir gerne machen. So, jetzt geht es halt dann da um die Handlungsschritte. Die, was wir jetzt da dann sehen, diese Handlungsschritte, die werden wir dann analysieren, okay? 0-0 oder 1-1 da, das weiß ich nicht mehr. Faktisch, es war ein Lenschi. Und dann bin ich einfach hingegangen und habe erstmal Laser Draw gespielt. Das ist die obere Seite. Habe ich mit 200 Euro angespielt. Die Quote, würde ich jetzt mal so rein aus Erfahrung sagen, war so bei 2, die Lehrquote war bei 32, 34 ungefähr. So musste es eigentlich nicht kommen. Habe erstmal Laser Draw gespielt. Dann habe ich gewartet, natürlich, bis mein Laser Draw aufgetaucht worden ist. Dann bin ich hingegangen, habe im nächsten Schritt einen Flex-Call gemacht, habe ich mit 1/5 meines 40 Euro. Die erste Wette habe ich 200 Euro angespielt. Und das nächste Mal auch 200 Euro. Dann habe ich jetzt 1/5 dieses Einsatzes, habe ich Forex-Score nachbearbeitet. Das waren 40 Euro. Und dann logischerweise, wenn es 0-0 steht und ich nächste Mal spiele, dann erwarte ich ein Tor. Und wenn ich ein Tor erwarte, dann muss ich auch die Over-Lösung auf das anspielen. Ich muss. Und damit kassiere ich die 86 Euro zusätzlich ein. Ja? Dann müsste eine Quote einscheinen, so wie 1, vielleicht 44, 1, ja, 1,44 Euro gewesen sein. Den habe ich natürlich auch mit 2 Euro angespielt. Ja? Also die obere Wette mit 2 Euro angespielt, bei Laser noch. Dann 40 Euro habe ich angespielt, Forex-Komma 1,1. Und das Ober 0,5 habe ich ebenfalls mit 2 Euro angespielt. Und dann kam was vom Wusste. Ja, das Tor ist gefallen. Okay, also bis daher reicht es eigentlich schon, weil ja hier eigentlich dieser wesentliche Handlungsschritt erklärt wird in den ersten 5 Minuten. Es sind im Endeffekt 3 Wetten, die was wir hier sehen. Das Risiko liegt hier bei 440 Euro in dem Fall. Wenn ich genau diese Strategie 1:1 hier umsetze, und das ist im Endeffekt, was er hier eben von den Trading-Aktivitäten hier gemacht hat. Das Einzige, was er
noch hinzukommt, ist, wenn eben eine Mannschaft in Führung gegangen ist, dann lässt er den Trade ja noch laufen, bei 0-1 zum Beispiel, weil er das 1-1 abgesichert hat. Das heißt, er macht da noch nichts. Wenn das Spiel jetzt da 0-2 steht, dann schließt er den Trade hier vom Lady Draw. Das heißt, er macht dann ein Green Book bei den Match Odds. Das andere, das Correct Score ist ja schon kaputt, ja, und das Ober hat sowieso schon gewonnen. Sollte es jetzt da 1-1 stehen, lasst es immer noch laufen, weil im Endeffekt ja hier dieses 1-1 den Verlust hier covert. Und erst wenn es dann 2-1 für eine Mannschaft stehen sollte, dann schließt er ebenfalls den Trade. Okay? Also so viel einmal zu seiner Strategie, die was laut seinen Aussagen dazu führt, dass er halt 5.670 Euro hier Gewinn macht. Soweit diese Strategie verständlich? Ich glaube, das... Ja. Asan gegen Usan. Das ist das Spiel. Asan gegen Usan. Und da hat er es dann gehabt bei den Match Odds 138,89. Dann haben wir da Forex Core CS minus 40 und dann hat er da gehabt Ober 0,586. Das EMV von jedem Spiel, das machen wir. Das war das erste Spiel, was genau nach diesen Kriterien eben alle drei hat. Das da rechnen wir jetzt gar nicht ein, weil das hat es nicht. Das ist Chung-Chin-Bu-Ja, wie das heißt. Das heißt, das Jär, Haugesund, das nehmen wir wieder. Ja. Haugesund. So, da hat er jetzt da bei dem Match Odds 185,19. Dann da haben wir wieder den Umfang mit minus 40. Und da haben wir 208 Euro. So. Das da fällt wieder raus. Das ist Link B. Diese 149 rechne ich jetzt nicht dazu. Ja? Schonan hat wieder genau diese 3. Schonan gegen Nagoya. Das stimmt, ja. So. Da haben wir, da war schon Kopf, ja. Das Court Score haben wir minus 30. Match Odds. Minus 200. Das da haben wir minus 116. Minus 6. Da mache ich noch eine A-Summe, damit wir das ein bisschen sehen können. Wie das bei ihm wieder verlauft hat. Es summiert sich. Er gibt rein mit dieser Strategie. Dann das Kyoto, das nehme ich nicht dazu. Das war wieder nicht genau das gleiche. Das Tokio. Mache ich mit Tokio. Tokio war auch nicht exakt das gleiche. Also die Match-Odds und irgendwas mit Oberander 2,5 da herumprobiert. Na? Das ist Me Too. Ist gibt es auch nicht diese drei, gibt es auch nur die Match Odds. Sowohl da eigentlich 400 Euro minus sind, nehme ich die jetzt aber nicht auf in unsere Analyse von eben genau nur dieser einen Strategie. Es geht ja um die eine Strategie. Da, diese jetzt, wo er 225 Plus macht, auch nicht. Da hat er auch noch eins. Galway.
108, da haben wir Sitzwahl. Da haben wir Over-Under 3,5. Das ist auch nicht das. Da haben wir mal über 1000er Plus gebracht. Kann ich auch nicht einnehmen, weil das jetzt irgendwie gar nicht mit dem zusammenhängt, was im Video sagt. Und da haben wir, schauen wir mal, Inter Turku, Inter gegen Helsinkis. Haben wir das Bild da? So, das war das Gleiche. Ja. So, jetzt geht das dann da. 2, 3 haben wir jetzt aber 1 Uhr. Aber an der 1 bin, das ist ein anderes Spiel. Was haben wir denn da? 29.06. Das ist auch noch irgendwas anderes. Dann haben wir 3.07. Ah, jetzt geht es da unten, geht es wieder weiter. Ah, schauen wir mal, was haben wir da? 9.07. Okay, das heißt, wir müssen da jetzt da von unten nach oben uns vorarbeiten. Das da ist, das Schimmern ist dann aus. Jetzt geht es dann da weiter. Jetzt hat er da nur die Matchups und den Correct Score Mark. Das heißt, er hat da nicht das dritte drinnen. Das überhaupt noch einmal irgendwo so. Da. Ich glaube, das da ist wieder eins, das was vollständig ist. Ja. Das ist 10 Jahre Greentown. Das nehmen wir mal in unsere Auswertung dazu ab. Greentown. So, da haben wir bei den Match Odds 138,99. Dann beim Forex Score wieder minus 40. Da hat er 1,086. Da haben wir nur zwei Sachen. Hat er wahrscheinlich das Ober nicht gespürt. Sollen wir das dazu nehmen oder wie sagt ihr das? Die Auswertung. Müssen wir auch das untere dann dazu nehmen, da das da, wo es nur zwei gibt. Weil einmal hat das mit dem Match Odds genommen und einmal hat das nur mit dem Call Score Mark genommen. Wie würdet ihr das hier haben? Eine Auswertung jetzt für uns? Also normal musst du es ja mitnehmen, weil er wollte es da spielen. Vielleicht ist in dem Moment das Tor gefallen oder was? Und ist dann nicht mehr reingekommen. Nehmen wir das Suwon mit, oder? Suwon. Theoretisch, oder? Ja, nehmen wir es mit. Wir kennen es ja auch gerade dann doch so darstellen. Suwon gegen Incheon. Incheon. Das heißt, da haben wir die Matchups mit minus 200 und 1 Cent. Und da haben wir minus 40. Da haben wir nichts. So, 240 verloren, weil da hat das über nicht gespielt mit 200, ja, für den Spiel. Da haben wir erste Halbzeit, Over-Under 0,5 passt eigentlich überhaupt nicht rein. Für die Auswertung jetzt da. Das heißt, das Two Garden, das könnte man wieder dazu nehmen, da fällt da halt das Over. Das, da haben wir Stuttgarten gegen Hammarby. Da haben wir 156,25 und den Correct Score nach 140 verloren. Das heißt, da haben wir Plus. Dann sind wir da. Norcopping, da haben wir nur die Matchups, da ist sonst gar nichts. Das könnte irgendwas besser sein, aber wahrscheinlich eine Strategie. Haken, das könnte man uns wieder anschauen. Haben wir zumindest zwei Sachen. Okay.
So, was haben wir da? Mensch, zumindest 82. 41. Und minus 25 sind es. So, Christian Sund haben wir auch noch abends wieder da. Das kann jetzt. Was willst du das dazu nehmen? Und nicht genau die Strategie jetzt da, gell? Du kommst wegen ja auch nicht. Erste Halbzeit, Oberhand 0-5 in die Matchups. Das ist eigentlich auch komplett was anderes. Obwohl er da 300 verloren hat. Und dort Rennbar kann man nur Ober 2,5. Dann Halmstadt haben wir auch noch Ober Under 2,5. Das Inter wäre das nächste. Matchups und korrekt. Das da, ja. Ja. Inter gegen Trinta. Und 34. Ja. Ja. Ihr seht schon, das summiert sich da ganz schön, ja. Das sind schon fast 300 Euro, was jetzt nur die Absicherung im Cold Scores macht. Dann haben wir Helsinki, Oberander 1,5 Tore. Jetzt geht es da unten wieder weiter. Jetzt schauen wir da mal nach. Das war der 6.7. Jetzt haben wir da den 9.7. Okay. Der Breit hat nichts getradet. Kann das sein? Zumindest so, wenn wir die Informationen haben, ist das so. Jetzt haben wir da eigentlich dieses Iwata gegen Kobe. Das fällt eigentlich wieder voll rein da. Mhm. Jetzt haben wir dann da. Den Match-Odds, 135. Dann haben wir da 90 beim Ober und wieder minus 40 Absicherung. So, dann haben wir da, was haben wir denn da? Da haben wir überall nur über 0,5. Ohne irgendwas. Digga, fast über unter 1,5. Auch ohne irgendwas. Das ist, da haben wir zwar das Clou gegen Sepsi. Und Sepsi. 206,19 minus 38. Dann haben wir da Hiroshima, wieder mit zwar. Minus 200, machen wir mal 70. Dann haben wir den Oberander 2,5 und da haben wir nur die Matchports. Schauen wir mal, ob das drin ist. Jo, 10, das sind da. Das ist wieder was anderes. Und das tut es. In dem Fall ist es das Jahr gegen Haken. Ja, gegen Haken. Da haben wir 140, 85 bei den Matchups. Minus 40 beim Forex Core. Und jetzt haben wir bis jetzt die Absicherung in 1-1. Jetzt haben wir schon 11 Mal gespielt und ist noch kein einziges Mal gekommen. 400. 407 Euro sind das schon, ja. 7 Euro.
Das, was da jetzt weniger sind. Ne? Halt, eben wie gesagt, die Matchups bis daher, jetzt dann nur mit dem Spiel, was wir das analysieren, da ohne dem gespürt, dann, wenn es rein nur die Matchups hernimmt, dann sind wir da 672. Ja, das heißt, wenn ich die zwei Werte kombiniere, sind wir auf 264 Euro. Das sehen wir dann nach unten. Das heißt, durch das, dass auch halt, wenn man das Ober dazu genommen hat, oder, ergibt halt jetzt da das den Wert von 685. Wenn ich jetzt aber rein in die Matchups gespielt hätte, ohne den ganzen Schnickschnack da dahinter bis jetzt einmal nach den ersten 12 Spielen, also 672 Euro fahren. Jetzt schauen wir weiter mit Jalbi. Das können wir wieder nehmen, glaube ich, da. Gut, 17. Irgendwo ist das. So, was haben wir da? Da haben wir total schon. Minus 132 auf der Herz. Minus 31. Dann haben wir da, das ist Peter Head allein, das ist ganz allein, das ist ganz allein. Da haben wir wieder dieses Modell. Genau, du dürftest wahrscheinlich zur Halbzeit 1-1 messen. Da haben wir total schon. Kalmar und Sirius. 433 Euro Minus. 200, 233. So, da haben wir erste Halbzeit. Und das ist das Ober-Ander 2,5. Auch wieder ganz allein da stehen. Das heißt, da kann ich jetzt nicht auf die Strategie übertragen. Da haben wir erste Halbzeit. Das ist das Match aus Skype Prime. Und 2,5. Es geht noch, ja, das haben wir da 128, 120. Sehen wir da auch, oder? Das ist gleich, oder? Na ja, genau. Ja. Das Oberhandel 2,5. Das ist das Spiel, das fällt aber einen. Genau. Beine. Das haben wir dann da. 128, 120. Da haben wir minus 40. Da haben wir 84. So, das Helsingborg, das ist wieder nur über unter 1,5. Kamerad ist nur. Das ist Arne Alanik. VMFD, genau. Das ist Salviris, ja. Gegen Barikani. Da haben wir da schon. Das sind wir mit minus 40, minus 200. So, Landskrone. Da haben wir einen riesen Gewinn, aber das hängt nicht irgendwie zusammen mit dem, was wir da analysieren. Das kann ich auch nicht nehmen. Das ist also Ober-Ander. Das ist doch vielleicht eine, das ist Gori. Komm, warte da schon. Gori in Hoops. Da haben wir 800 mit dem Oberhandel 0,5. Hat aber nichts mit dem zu tun. Also rein nur für die Strategie. Also, dann da unten, das haben wir wieder. Wann
Arsch. So. Das ist nur 105, 105. Das ist nur ein Salanik im Zusammenhang. So, können wir über das Thema reden. Immer mit dem Thema reden wir da schon. Tom Zahle gegen Genie. Aber da, dieses Jahr gegen Sandefjord, das ist vielleicht noch Matchort mit 2,5. Ist da? Ja, weil das könnte ja 1-1 gestanden haben. Ne? Ah, okay. Ja, super. Wenn man das so ja gegen Sandefjord. Genau, okay. Matchort. 10 Euro aus der Regel. 10 Euro und 12 Cent. Das ist das über 156, 21. Okay, das ist uns die kleine Game mit Matchup Saul. So die Matchup Salamik. Das ist einfach nur über. Denke ich, jetzt so, ne? Jetzt so ein Paderborn. Oder auch nicht. Was haben wir denn da? 17.07. Paderborn. Machen wir jetzt da weiter erst mit 24. 6. 7. Da fällt der ganze Wochen. Da war nur über 0,5. Da HSV den. Könnte man da noch nicht eine Nummer. HSV in Rostock. Ja, 35, 14, 40, 40. Ja, die Absicherung da mit dem Fahrrad Score ist schon 700 Euro hinten. So, was haben wir da? Jetzt haben wir da Basel. Basel ist wieder Lahm. Da haben wir Forex Corn Matchups. Wir haben Lahm. Wenn wir einen nehmen, ne? Zumindest haben wir jetzt Basel. Minus 118, 12. Minus 33 Cent. Ich nehme an. Rapid Wien. Rapid. Rapid. Einmal ist wieder nur ganz alleinig da. Dann haben wir 24.07. Dann haben wir Peak. Ah, okay.
weil wir es noch gerade gesehen haben noch, das war Salani. Dann noch über. Da war sonst gar nichts. Fukuoka Hiroshima, da haben wir das uns. Fukuoka Hiroshima. Und dann Anafuchs. Anafuchs, minus 40. So, dann das ist wieder der Salamik da. Das heißt Kurve. Das war ein bisschen gemacht hat, aber das ist immer noch einmal zwei Sachen da. Oben die Urarara. Minus 93, 95. Orange Core. Also das ist ein anderes Spiel da oben. Das schaut man sich gleich aus. Minus 25. Das ist das Kyoto gegen Schumann. Minus 40. 26.06. Ich spiele mir da auch ziemlich hin und her. Ach, jetzt haben wir es wieder 17.07. Zumindest sagen, du hast B. Noch 35, 14. Minus 40. 100. Ah. Forex Question 893. Yes. Da haben wir. Daniel, ganz unten das Paderborn, das hat doch vorhin gefehlt irgendwo auf einer Seite. Da oben war Paderborn gestanden. Hier. Ja, das ist da Match. Ah, das ist zwar. Ah, okay. Ja, das eine war auch Matchouts. Okay, passt schon. Matchouts, ja. Naja, geht's ja. Noch weiter. Das ist. Okay, aber es ist ja das Gleiche. Da fällt uns der Rest noch. Aber gut, auch passt, ja. Wie Battlebahn, ja. Ich glaube, da. Das können wir übernehmen, da. Norbi in Jönköping. Bei 28 Forex Core minus 200. Gibt es dann noch alles 1-1 von den Sam? Und dann wieder vor. Ja, Renk, Magnus.
22, 93. So, das ist schon Seite 10. Seite 11. Das Wort Gottes noch vollkommen dann da. Jetzt haben wir da Metallurg, Salami, Deskar-Salami, Camperte-Salami, Sepsi. Wo soll da auch 564 plus mit 100 und Kreuz, Komma zu bleiben. Wenn wir dann höheren Einsatz gespielt haben. In uns klar. 64. 52 plus minus. So, dann haben wir einen breiter Blick. Gut, Gornika. Vierundzwanzig Mutschatz. Und da haben wir nur eins, und da haben wir wieder Horn gegen Sturm Graz. Nach 126 braucht man Punkt. Wieder minus 40. Und 64. Eigentlich brutal, ne? Das da, das CS, minus 745. Das hat er schon noch mehr haben können, jetzt da. So, da haben wir nur das über. Saarbrücken, da haben wir wieder die ganze Falle drin, ne? Saarbrücken gegen Ferner. Saarbrücken gegen Ferner. Dann haben wir den Matchpass. 28 oder minus 40 und 54. Also, wenn wir in Pferde fragen, du, was ist das nächste Spiel? Ich halte dein 1-1. Lee 1-1, kannst du mir becken, die Absicherung. Shamrock, da schauen wir mal jetzt 1 rum. Dann schauen wir da. Match out. Schauen wir abends am besten, wir haben da Omia. Kanazawa. Ah, 206,19. So, da haben wir wieder zwei, das ist das Chengdu Beta. Noch minus 2. Das ist wieder Ranik. Das ist genial, die Nordkrepping. Das kann man dann nochmal. So, da haben wir. Für den Match-Orts. Minus 200.
Und Score 320. Das Ober 0,5. Hier mit dem Ansatzausgänger. So, Zoom-Wahl, das ist wieder irgendeine andere Technik. Greeny ist da. In Blink. Match aus minus 161 jetzt. Minus 28. Was hast du? Ich glaube, da hast du dich verschrieben. Du hast, glaube ich, 58 minus geschrieben. Ne? Ah, da, danke. Minus 28. Also. Jetzt stimmt's, gell? Okay, das da, das Bomben-Minus, was er da hat, da wieder nur was alleinig gespürt. Ohne irgendwas. Junge. Da alleinig, das Inter gegen Helsinki. Dann ich einmal, der 29.06. sind wir da jetzt wieder. Macht wieder so einen komischen Sprung. Enten, Enten, Einzeln. Da haben wir wieder drei. Und da schon. Panne-Betz. Milsan. Da haben wir bei den Match-Odds. Ja, minus 200. Ober an der 0. Minus 200. Da minus 29. Dann haben wir das Solental. Und wirklich Standard. BS. So, jetzt haben wir da. Correct Score 320 und minus 200. Ups. Floriana. Das war das Trade gewesen. Ja, Trade. Mensch, was? Minus 58.5. So, sind wir dann da noch Torshafen, Alamik. Das Alamik. Jetzt da. Jetzt haben wir einen Kinder. Shenyang Urban. Und den. So, wir sind noch leicht im Plus und das Correct Score dann. Ich glaube, das kann man knicken, ne? Ja, was hat sich schon mal gern. Mal jetzt einmal die Summe von allen Komponenten. Tatsächlich noch ganz leicht ins Fuß geschaut.
Mit dem Quano Vedor einmal, zweimal, dreimal den Karren aus dem Sand gezogen hat. Ja. 1, 2, 3. Wir haben 1000 Arena gespielt. Deswegen ist auch jetzt wieder positiv, das ist sehr spannend. Was mich jetzt aber interessieren wird, Jetzt rechnen wir einfach mal alles zusammen, was ich da sehe. So Bild 13, ich fange jetzt einfach mal von oben nach unten an. Dann haben wir nämlich 88 plus noch 152 minus 40 plus 138 minus plus 106 plus 63 37 plus 84 plus 86 minus 2046 minus 20 minus 200 plus 20 minus 400 plus 130 minus 200 plus 66 plus 124. So, schauen wir uns mal auf Bit 13. Nummer 714.04. Da haben wir Dudelangen, dass wir nicht irgendwas doppelt haben. Dudelangen, Oberhande 05 war das letzte. Das haben wir jetzt da nicht doppelt. Ja, stimmt. Das ist sowieso ein massiver Sprung da, 29.06. So, dann haben wir noch minus 290 plus 84 minus 200 plus 3 Elements minus 200 plus 2 minus 30 plus 42 plus 40. Schreiben wir das da jetzt aufs Papier, also Bit 12 minus 111, 58. So, jetzt haben wir da 12, langsam. Schauen wir mal, das war 26.06. Schauen wir mal, unten ist nichts doppelt. Ja. Nochmal 11. 54 minus 63 plus 128, 21 minus 40 plus 11 plus 841 plus 28. So, dann haben wir Bild 10. Bering, Schawarsk und Slovan. Also mal schauen, dass wir nichts doppelt haben. So, was haben wir noch? Correct Score und Match Odds 122,93. Das ist das haben wir schon. Jetzt geht es dann da bei minus 200 starten wir dann. Minus 200, minus 105. Minus 200 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 minus
plus 125 plus 64 plus 64 plus 64 plus 161. So, Bild Nummer 10 plus 324. Dann gehen wir da wieder zurück. Der Paderborn Karlsruhe. Das ist Bild Nummer 9. Da war es nicht. Das ist minus 40, minus 25, 72. Minus 93, minus 403, plus 43,1, minus 200, plus 151, minus 40, plus 661,16. Es gibt Nummer 9. 661, 16. So. Bild Nummer 8. 124 minus 156 plus 70 plus 56 plus 56 plus 156 16 plus 472, 83. Rapid Wien, da haben wir die Matchups zum Aufpassen. Das haben wir dort noch einmal, ja, wenn wir machen. Okay. 144, 93 und 53, 16. Das ist damit die minus 40, das wir uns anfangen. Minus 40 plus 94 minus 200 plus 55. 92, 87, minus 95, 39, minus 93, 70, minus 180, plus 60, minus 40 ist das dann, plus 135, 14, plus 88, plus 94, plus 68, minus 65, 99, plus 317, 91, minus 200, plus 64. Bild 7 plus 53, 14. So, jetzt sehen wir da. Okay, gucken wir mal die dritte Kolonne da. 121, 58, minus 200, minus 400, ja. Minus 400, minus 40. Plus 84, plus 10, 12. Plus 156, 21, minus 200. Plus 88, plus 56, plus 117, 30, minus 69, 63, plus 66, plus 68, plus 84. Plus 46 plus 136 plus 382 09 minus 440 01. Bild Nummer 6 plus 35 74. Bild 5. Mal schauen, ob wir das doppelt jetzt. 200. Hallo, Arjan. Okay, es geht dann doch weiter. Also, wir haben ein fettes Plus da mit den 800, gell? Muss man bevor man es aber aufgeführt hat. Minus 200, minus 200, minus 40, minus 200, plus 74, plus 84, plus 52, minus 200, plus 52 plus 41, 88 plus 655, 77 minus 440.
plus 124 plus 54 plus 8 minus 40 plus 128 minus plus 15. Bild Nummer 5 plus 1159. Ist Guide. Das muss man jetzt aufpassen, dass wir nicht doppelt haben. Das Guide unter 2,5, 24,28. So, dann geht es damit. 4,1 geht es weiter. So, 94 plus 68 minus 300 minus 90. 94 plus 68 minus 300 minus 98. 94 minus 33 minus 400 plus 84 plus 18 plus 84 minus 33 87 plus 132 98 plus 140 85 minus 40 plus 24 plus 40. Bild 4 minus 341 86. Bild 3, 83, 74 plus 95 minus 290 plus 68 minus 38 plus 296 plus 114 plus 200 plus 94 plus 94 plus 91 plus 94 plus 90. Minus 40 plus 135, 14 plus 90 plus 64 plus 8. Sind Bild Nummer 3 plus 881 plus 6. Bild Nummer 2, wenn wir es zu schneiden, sondern minus. Das haben wir da oben. Minus 56, minus 34, plus 256, 16, plus 60, plus 15, minus 200, plus 104, plus 82, minus 200. Minus 163, 71, plus 141, minus 20, 49, minus 25, 67, plus 52, 58, minus 80, plus 38, 91, plus 96, plus 108, minus 240. Bild 2. Plus 416. Das war noch das, was auch auf YouTube ersichtlich war. 138, 89, minus 40, plus 86, plus 86, plus 185, 19, minus 40, plus 208, plus 149, minus 30, minus 116, 74, minus 200, plus 132, minus 223, minus 1, plus 48, 19, minus 200, plus 25, plus 108, minus 241, 75, plus 1031, 22, minus. Bei Bild 1, 1266. Jetzt können wir uns alle Bilder zusammenrechnen, dann haben wir Bild 1, haben wir den Wert schon drin, plus Bild 2 war 416,
plus Bild 3 war 881. Bild 4 war minus 341,76. Dann haben wir plus Bild 5.011,59. Bild 6 war 35,74. Bild 7 war plus 53,14. Bild 8 war plus 472,83. Bild 9 war plus 661,16. Bild 10 war plus 324,43. Bild 11 war plus 841,28. Bild 12 war minus 111,58. Bild 13 war 714. Das heißt, dass er ja mehr gehabt als er da in einem Monat sagt. 6.224,38. Das ist aber das Interessante, wenn man das da. Seid ihr noch alle da? Das ist schon mal eingeschlafen. Nö, ich bin noch dabei. Okay. Jetzt ist aber zum Beispiel ganz interessant, die Technik von BRC-Technik und Sinn. Die macht ja nur ein Bruchteil aus von dem wirklichen Erfolg. Ja, das sind nicht einmal 10% von dem, was da jetzt da ja, Plus gemacht hat. Da, wenn wir uns die Bilder jetzt noch einmal anschauen, ist halt interessant, was hat er da gemacht mit WK über unter 2,5 zum Beispiel, wo ein Tausender Plus gemacht hat. Aber er hat zum Beispiel auch die war, jetzt ist es jetzt sehr oft gesehen, alle Bilder, könnt ihr euch das in der Aufzeichnung dann super anschauen, wenn ihr diese Bilder nachanalysieren wollt. Was zum Beispiel da, da hat er im Endeffekt nur immer entweder aus, sehr wahrscheinlich aus Über- oder aus Unter gespielt, ohne irgendwie ganz komplizierte Geschichten zu machen. Also wieder, da man nur, dort, wo überall nur eine Sache ist, ja, die wären halt jetzt interessant zu analysieren, nachzuanalysieren, weil die haben eigentlich die Kohle gebracht, ja. Also im Verhältnis. Das heißt, so wie die zum Beispiel das nur auf der Torgangen. Torfeld 200, also Torfeld 200, also Torfeld 200, also Torfeld 200. Wahrscheinlich vom Einsatz her immer 200, Tor 200. Das heißt, er hat da nicht irgendwie Lady Draw oder irgendwas dagegen gespielt bei denen da. Einfach nur über 0,5 gespielt. Ja, oder es hat nur noch ein Torfeld. So, da haben wir die Strategie, was wir erklärt haben. Da hat er wieder nur aufs Tor gespielt, nur auf Tor gespielt, dass er Tor fällt. Ja. Das könnte man jetzt zum Beispiel nur mal auswerten, wo er nur auf über 0,5 oder auf über 1,5 gespielt hat. Dass man nur mal das hier analysiert und auswertet. Einfach nur das nächste Tor oder auf ein Tor zu setzen. Ja. Ja. Nur dann stellt sich natürlich so ein Video ein bisschen anders dar, ne? Weil so das Video selber lief ja doch eher in die Richtung, hauptsächlich mache ich halt nur Lazy Draw 0,511. Ne? Ja, klar. Ja. Und eigentlich, wenn man das denn nimmt, also wenn man jetzt nur das ein bisschen zum Vergleich nimmt, spielt das ja fast keine Rolle, ne? vom eigentlichen Geld her. Ne? Ja. Das stimmt, ja. Und dann sind natürlich auch, ich glaube, so 4, 5, 6 richtig, richtig fette Beträge. Ich sage jetzt mal, wo ein Trade über 500 plus bringt. Die hauen natürlich dann rein positiv in dem Moment, ne? Ja. Ja, dann hast du hier nochmal über 600, ne? Ja, da hat er noch einmal 600, aber das ist auch über das Übergang in Bilanz Corona. Die zwei sind schon einmal hier. Fast 1.500 Euro plus. Ja, und das eine auf der ersten Seite, wo ein Tausender plus gemacht hat. Ne? Genau, dann hast du noch eins mit knapp 600, 500. Der ist ja auch in dieser Statistik drin. Ja, allein nur diese drei Trades machen 200 Euro aus. Ne?
Plus jetzt dann. Schauen wir uns, was er da noch was aufführt. Das waren also kleinere Trades. Aber im Endeffekt, so wie ich das jetzt ein bisschen so nur interpretiere, waren das jetzt keine spektakulären Trades im klassischen Sinne. Das sind einfach irgendwie bunte Wetten im klassischen Sinne. Weil einfach die Beträge auch so platt sind. Ja? Das heißt, da hat einfach nur eine Quote gespielt, 200 Euro draufgepackt und fertig. Und wenn es kommt, gewinnt er halt dann da dementsprechend diese Beträge und wenn es halt nicht kommt, macht er 200 Minus. Aber das, ist, das waren halt einfach nur Überwetten, über 0,5, 0,5, 0,5, 0,5. Und ich meine, ist ja super, dass er 5K nur hat mit dem. Ja. Nee, um Gottes Willen, natürlich. Das ist jetzt gar nicht das Thema, nur es verfälscht halt so ein bisschen so die Aussage vom Video halt. Ne? Weil, wie gesagt, im Video kam natürlich dann eher diese Strategie rüber, die dann vielleicht auch interessant ist, weil man sagt, okay, nach welchen Kriterien gehst du vor, warum machst du das so und so. Nur im Nachhinein ist es natürlich so, dass es eigentlich, ja, normale Wetten in Anführungsstrichen eigentlich nur sind. Und das ist halt, vielleicht hat er halt ein bisschen, er hat halt ein bisschen Gefühl dafür, wahrscheinlich, oder keine Ahnung halt. Ne? Und das bringt es dann halt vielleicht. Ne? Aber es ist ein Mischmasch von allem. Ja, ich sag mal, vieles denn auch nicht so viel anders, was du im Grunde machst, Rüdiger, ne? Wenn man ehrlich ist, ne? Also, ich habe das Ganze ja mitverfolgt und ich sehe viele 0,5er und viele 1,5er und so weiter und so fort, ne? Und wie gesagt, dann hast du halt 5, 6 so ganz, ganz fette Beträge, die natürlich viel, viel auch davon ausmachen halt. Ne? Und okay, mehr ist es denn auch fast schon nicht, ne, wenn man ehrlich ist. Aber wie gesagt, das ist jetzt nichts, um Gottes Willen. Er hat seine 5,5. Wie er am Ende kriegt, ist ja fast schon wieder egal, ne, in irgendeiner Form. Genau, so sehe ich das auch. Also wenn alles positiv so weiter verläuft, wie er sich das vorstellt und das auch weiter so geht, dann ist das in Ordnung. Ja. Nur eigentlich nichts, sage ich jetzt mal, was man eigentlich für sich selber so groß rausnehmen könnte halt, ne? Vom ich sage jetzt mal reinen Lerneffekt vielleicht, ne? Ja. Das wäre eigentlich nur, wenn jetzt wirklich konstant diese Strategie, die im Video besprochen worden ist, wenn die jetzt konstant diesen Gewinn gebracht hätte, dann hätte man sagen können, okay, was machst du da? Warum bist du damit jetzt so erfolgreich? Das ist aber nicht der Fall und der Rest ist ja schwer zu analysieren im Nachhinein halt. Ne? Also. Ja, also ist es nicht so, dass ich jetzt sagen würde, Moment, dem seine Strategie funktioniert, so in der Form, wie im Video vorgekommen. Aber letztendlich kann ich meine Strategie, oder das ist ja keine Strategie in dem Sinne, kann ich meinen Weg genauso weiterverfolgen, wie jetzt gerade eben auch. Ne? Es ist nichts anderes im Prinzip. Es muss ein Tor fallen. Ja. Ja. Warum so kompliziert? Ja. Ja. Aber es ist halt auch durch das, dass wir das jetzt analysieren, ja, das ist ja auch so ein Prozess, der halt einfach wichtig ist, weil so findet man dann halt heraus, ob da was dran ist oder nicht. Ja. Dass im Endeffekt der eigentliche Profit nur durch das Oberwetten entstanden ist eigentlich. Ja. Und gar nicht so jetzt da über die Strategie, weil ich kann ihm dann eben die Auswertung auch zeigen. Also ich sage, schau mal, die ganzen, dieses Corex Core zum Beispiel, das hättest du da fast sparen können, ja. Ja, das sind ja auch schon fast die 1.000 Euro, die er da hätte haben können, ne? Ja, es ist zwar dann da noch, haben wir sehr glücklich jetzt da hier 1, 2, 3 Spiele, was wirklich dann das Einzige. Ja, gut, aber das hätte. Aber selbst das 0,5 ist eigentlich unbedeutend, ne? Wenn du mal die von 27 Euro siehst, ne? Selbst das ist ja eigentlich nichts, ne? Genau, er hat es halt nicht mehr bei jedem Spiel. Das ist ja das. Das ist ja das Interessante. Er hat zwar da mal rauslassen, nach bei denen. Aber die, was er gespielt hat, das waren jetzt da, wie viel waren das jetzt da hier? Da?
waren 20 von 40, also die Hälfte. Rudi denkt, dass er das weggelassen hat, weil es halt schon 1:1 zur Halbzeit gestanden ist. Nee, nee, dann hat er ja im Regelfall manche mit 2,5 gespielt. Ne? Genau. Also er hat sicherlich nicht bei jedem Spiel drinnen gehabt, dieses Ober 0,5. Ja, durch die Ober 2,5 hat er ja auch die hohe Quote, deswegen hat er auch den Gewinn damit eingefahren, teilweise. Aber schon interessant, so eine Analyse dann. Ja, absolut. Wie sich denn manches doch so ein bisschen anders immer darstellt oder so, das ist schon hochinteressant. Ich sehe nur das Problem, wenn man das als Lehrvideo nach außen hin trägt, ne? Diese Strategie, die der Ferry in Anführungsstrichen fährt, ist das nicht der richtige Weg, finde ich. Wenn man nur auf die Strategie vom Ferry geht, ne? Ja, das meine ich ja eben, ohne dass es jetzt wirklich richtig böse zu meinen, aber... Nein, das ist ja nicht böse gemeint. Das, ist das ja nur... Video kommt ja schon so rüber, als wenn wirklich genau. So 95% Lazy Draw 0,5 oder 2,5 und das 1:1 oder 2:2 halt dazu nehme, Feierabend halt. Ne? Ja, ja. Und 5% machen dann vielleicht ein bisschen was anderes aus. Ne? Und das ist es eben eigentlich nicht. Ne? Das ist genau umgekehrt. Ja, genau, ist eigentlich umgekehrt. Ne? Und ja, deswegen ist ja gut, dass man das analysiert. Ja, weil ich sehe das ja jetzt auch zum ersten Mal. Ich mache das mit euch jetzt zusammen, diese Analyse. Und das ist halt einfach, so wie der Ferry halt das im Interview gesagt hat. Ne? Kann mich halt jetzt nur an dem mal orientieren, was er gesagt hat. Ne? Ich muss aber fairerweise dazu sagen, der Ferry überhaupt gesagt hat, dass er öfters auch über 2,5 spielt oder andere Systeme spielt. Ne? Nicht nur dieses eine, ne? Ja, absolut, ja. Es ist halt dann, ich werde es halt noch genauer analysieren, jetzt da die ganzen Spiele. Das ist natürlich viel Arbeit, das so auszuwerten. Aber da haben wir jetzt eine Woche Zeit noch. Aber wie gesagt, nochmal, er hat fast 6.000 oder 5.500 gemacht. Letztlich spielt verbrunzert ja nicht so die Rolle, wie er denn macht. Er, genau. Sag mal, wenn ich im Monat die 5.000 mache, ist mir das wurscht, was da für eine Strategie oder was da für ein System hinter ist, ne, in letzter Instanz. Aber ich finde es, wie gesagt, wichtig für Leute, die jetzt, ich meine, jetzt haben wir den Einblick, dank dir und dank des Lehrgangs, aber wenn du jetzt wirklich die Akademie nicht besuchst, guckst dir nur dieses Video an, klar, dann kannst du natürlich schon vielleicht in eine Falle geraten oder so ein bisschen. Ne? Das, ja, deswegen ist halt für mich die Transparenz immer das Wichtigste und eben diese Auswertung und Analyse. Ja. Deswegen war das jetzt auch so intensiv. Aber ich denke, das werden natürlich, gut, du hast das jetzt für uns gemacht, das ist unser Glück, weil wir jetzt hier mit dir hier sitzen. Aber ich denke, 99% der Leute, die sich das Video angucken, die werden solche Analyse hier gar nicht machen. Erstens, weil sie es vielleicht nicht können und zweitens, weil sie es natürlich auch vom Zeitaufwand wahrscheinlich keine Lust haben, das so aufzubröseln oder so.